Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. Ich weiß, hier haben wir eigentlich nicht aufgehört, aber ich habe am Ende des letzten Parts, nachdem ich schon die Aufnahme beendet hatte, noch die Nachricht bekommen, dass unsere Kasse voll ist. Und jetzt holen wir uns mal die fast 50.000 Florin raus und wir haben 127.714 Florin. Ja, so reich war ich wirklich selten in diesem Spiel. Aber es ist hinzukriegen, denn sobald man mal Ezios Altairs Rüstung hat oder eine vergleichbare und eine recht gute Waffe, braucht man ziemlich lange kein Geld mehr. Deswegen am Ende dieses Spiels wird man eigentlich immer ziemlich reich. Gucken wir doch mal, ob wir uns was Neues an Waffen kaufen können. Natürlich, Altairs Schwert können wir uns schon mal kaufen. Dann sind wir jetzt vollständig ausgerüstet wie unser Vorfahre. Vielleicht ist auch noch eine kleine Waffe drin. Aber ich glaube, hier gibt es keine mehr, die uns in allem was verbessert. Nein, leider nicht. Ja, können wir noch die Wurfmesser voll machen. Rauchbomben wieder nachkaufen, obwohl die bis jetzt in diesem Spiel nicht so richtig funktioniert haben, nicht wahr? Ich zähle einfach nochmal. So, da seht ihr. Das wunderschöne Schwert Altairs. Das stärkste dieses Spiels. So, was könnten wir uns nochmal kaufen? Messergürtelerweiterung, mittleres Gift-Session. Ich hole mir mal noch eine Messergürtelerweiterung. Einfach so, weil ich es kann. Medizin brauchen wir noch nicht unbedingt. Gemälde haben wir von hier alle. Also sind wir fertig mit Shoppen. Für den Rest des Spiels brauchen wir wahrscheinlich keine Kohle mehr. Ich habe ja natürlich noch überall alle Bilder kaufen, die wir kriegen können in sämtlichen Städten. Aber viel mehr gibt es jetzt nicht mehr zu tun für uns. So, wieder zurück nach Folly. Halt. Ich will... Ne, da außen war schon richtig, weil da war ja auch die Mission. Da waren wir ja stehen geblieben. So, wir hatten ja am Ende des letzten Partes noch die Bemerkung bekommen, dass dieses Symbol, was ihr jetzt rechts oben auf der Karte seht, dieses weiße Symbol, was aussieht wie das von den Assassinengräbern, sind reparierte Erinnerungen. Bedeutet aber in diesem Falle einfach nur, also was ich kann euch kurz erklären, was wir in dieser Erinnerung tun können. Wir starten vom obersten Punkt des Turmes da hinten und können dann einfach mit der Flugmaschine von Da Vinci ein bisschen rumfliegen. Aber ein konkretes Ziel gibt es in dieser Mission nicht, deswegen werde ich die sein lassen. Jetzt gehen wir erstmal zu Katharina. Ah ja, seht wer da ist. Madonna. Schon beim ersten Treffen hielt ich euch für etwas Besonderes. Aber ein Assassine, Ein warmes Willkommen. Katharina und Machiavelli nach Folly bringen, tun wir doch. Geht mit mir, Caro. Ihr werdet Folly lieben. Die Kanonen in unserer Zitadelle alleine stehen 100 Jahre hier. Das Artefakt wird hier sehr sicher sein. Vergebt mir, aber ich hörte noch nie von einer Frau, die ihre eigene Stadt beherrscht. Das ist sehr beeindruckend. Nun, einst gehörte sie natürlich meinem Mann. Er starb. Oh, es tut mir leid. Ach wo, ich ließ ihn töten. Oh. Wir fanden heraus, dass Girolamo Riario für die Templer arbeitete. Er fertigte eine Karte der Standorte der verbleibenden Kodexseiten an. Ich habe den verdammten Hurensohn eh nie gemocht. Er war ein schlechter Vater. Langweilig im Bett. Und überhaupt unausstehlich. Oh, das sieht nicht gut aus hier. Wenn die Leute uns entgegengerannt kommen, ist irgendwas. Oh nein. Ja, jetzt beeilt euch mal bitte ein bisschen. Was ist los, ihr Lieben? Aspetta, was geht hier vor? Sie kam, als sie gerade die Mauern hinter euch ließet, Signora. Die Stadt wird angegriffen. Was? Von wem? Die Brüder Orsi, Signora. Ach, verdammt nochmal! Wer sind die Orsi? Die Kanaillen, die ich für meinen Ehemann anheuerte. Das muss der Spanier sein. Die Orsi haben einen Horizont, der nicht über ihre Börse hinausreicht. Aber woher konnte er wissen, wohin wir den Apfel bringen, bevor wir es wussten? Sie sind nicht wegen des Apfels hier, Ezio. Sie wollen Riarios Karte. Ach, hört mir auf mit der Karte, Nicolo. Meine Kinder sind da drin. Oh, porco demonio. Okay, dann ab nach da rein und die Brüder killen. Tja, von den eigenen Attentatsleuten, also ne, hat sie ja gerade gesagt, sie hat diese Brüder angeheuert, um damals ihren Mann zu töten und jetzt werden damals ihre eigenen Kinder
Alter, und jetzt werden mit denen ihre Kinder bedroht. So, jetzt gucken wir gerade, was Ezio, was Alter ihr Schwert drauf hat. Gucken wir damit auch einen Brecher klein kriegen. Ja, ziemlich flott, würde ich sagen. Haben wir ihn. So, jetzt auf, weiter. Wir können uns hier nicht mit den kleinen Wachen aufhalten. Wir müssen ganz, ganz schnell zum Stadttor. Hoffentlich ist es noch nicht zu spät. Na komm. Sie sind schon drin. Niederträchtige Bastarde. Gibt es noch einen anderen Weg hinein? Aspetta. Vielleicht ja. Es gibt einen alten Tunnel unter der Westmauer, direkt vom Kanal. Bene, ich bin sofort zurück. Heißt für uns, die... Ihr! Ja, ich spreche mit euch, Burg infiltrieren und von innen dann das Tor aufmachen. Ihr besetzt meine Stadt, mein Heim. Und ihr denkt, dass ich hier stehe und nichts dagegen unternehme? Soll ich da hochkommen und euch die Alte abreißen? Die hat's aber faustdick hinter den Ohren, die Alte. Also ich würde mich mit der Katharina nicht anlegen wollen, wenn ich ehrlich bin. An den Wachen hier vorbei, weil ich keinen Bock auf Kämpfe habe. Ah, hier, ja, stimmt, hier können wir noch nicht rein. Wir müssen durch die unterirdische Dingens. Und die ist, soweit ich weiß, hier um die Ecke. Ja, genau, da ist es. Wir können jetzt hier unten durchs Tor durchschwimmen. Nein, das hatte ich nicht vor. Bringt das auch nicht viel, weil wir sowieso wieder ins Wasser müssen. Und durch. So, wir wären schon mal drin. Der Marktschreier brüllt immer noch, weißt du? Obwohl ihm überhaupt niemand mehr zuhört und obwohl die ganze Stadt angegriffen wird. Aber das ist dem egal, der tut seinen Job. Die Wachen jucken mich jetzt erstmal gar nicht. Ihr juckt mich auch nicht. Ihr dürft mir gerne helfen, ihr könnt die Wachen ablenken von mir. Ach ja, ich muss nach oben. Fällt mir da gerade wieder ein. Dann kletter doch mal ganz schnell hier rauf, Ezio, bevor du von den Leuten da unten gekillt wirst. Ich nehme dann den Weg, wo die Feder liegt. Wenn ich den nehmen kann. Doch, sieht gut aus. Ja, verpiss dich. Ja, ja, komm, ihr findet mich, ihr kriegt mich nicht. Nicht schnell genug jedenfalls. Och nein, springen sollst du. Ja, müssen wir hinter diesem Turm auch nochmal nach unten. Und wir haben sogar unsere, wir sind sogar unsere Verfolger los, ist ja herrlich. Und hier müssen wir runter. Das hätten wir, aber ich denke mal, es geht direkt weiter. Leibwache. Sicher in den Rocca di Ravaldino Katharinas Zitadelle gelangen und gleichzeitig Katharina und Machiavelli beschützen. Aber sonst geht's euch gut, ne? Stirb! Ja, macht das schon. Wo sind jetzt, wo sind unsere beiden? Ah, da. Irgendwo. Ist ja überhaupt nicht so, dass man hier den Überblick verlieren würde, nicht wahr? Komm her. Nein, niemand rennt hier weg. So, weiter geht's. Sie chillt hier noch eine Runde, ich gehe schon mit ihm hinterher. Das hatte ich auch nicht vor, egal. Den ersten kann man immer richtig schön mit so einem Attentat holen. Na komm, greif an. Jawohl, das klappt doch alles gut hier.
Perfekt, den haben wir auch wieder alle. Ja, Barza di San Mercuriale, da haben wir unser Auge schon. Uns fehlt auch nur noch eins. Das werden wir bei Zeiten auch noch finden. Macht euch da mal keine Sorgen, wir haben noch ein bisschen was von dem Spiel. Auch wenn es jetzt im Moment so aussieht, als würde es langsam aufs Ende zugehen. Das ist gelogen. Oh, cool. Damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. So, komm, greif du mich an, dann hole ich mir dich. Wenn ich denn richtig kontern würde. Dankeschön. Hast du dir so gedacht, oder? Ich lasse hier keinen am Leben. Schon gar nicht von den Leuten, die meine eigenen Wachen hier umbringen. Was auch immer. Komm her. Ich würde sagen, wir kämpfen wieder ein bisschen mit unserem Hackebeil. Komm her. Ey. Der hat tatsächlich mal eine Waffe gekriegt. So, den Dicken will ich mir auch holen. Ja, warte. Jetzt. Wen greife ich denn hier an, sag mal? Was soll denn das? Ja, dann hol dir halt den anderen, ist mir auch egal. Mich würde interessieren, ob die Katharina den alleine Blatt kriegt, ne? Oh, die Katharina ist ja schon ganz schön angeschlagen, sehe ich gerade. Ich glaube, wir müssten jetzt auch ziemlich da sein. Gehen wir doch aus dem Weg. Da, das müsste die letzte Patrouille sein. Jetzt! So, du kommst auch her. Ja, ich muss jetzt darauf achten, dass ich Katharina beschütze. Weil die darf mir nicht drauf gehen. Bevor wir hier am Ende sind. Aber ich glaube, wir kommen ganz gut voran. Nein, stopp. So, den Dicken hier. So, wir sind vorm Tor. Öffnet das Tor! Öffnet das Tor! Presto! Ein Hinterhalt! Ach Leute! Wie viele von den Leuten sind denn hier? Hat ja gerade echt einer gesagt, hat jemand die Tat beobachtet. Ich würde mir da jetzt im Moment am wenigsten Sorgen drum machen. Egal, wir schnetzen hier die komplette Armee nieder, die Rodrigo Borja bieten kann. Das ist gar kein Problem. Ezio, Nicolo, hier rein. Wie hast du es geschafft, das Tor aufzumachen? Bambini. Ach so, die sind noch nicht hier drin. Aber wo sind Bianca und Ottaviano? Vergib mir, Signora. Sie spielten draußen, als der Angriff begann. Ich weiß nicht, wo sie sind. Verstärkung aus den Bergen! Sie durchbrechen die Verteidigung! Ezio, lass diese Bastarde nicht hier rein! Mir nach! Ah, keine Sorge, das machen wir schon. Okay, erst eine Mission ist beendet, direkt in die nächste. Die Stellung halten, die Zitadelle vor allen Angreifern beschützen. Gut, machen wir. Kamera, danke. So. Weiter mit unserem schönen Fleisch und Messer. Ich finde die Kills so genial, die er mit dem Ding ausführen kann. Drei nacheinander. So, komm her. Wie abgewehrt. Du passt mal auf. Wenigstens hat die Katharina wieder ihre volle Lebenskraft. Du noch, komm her. Ein Genick gebrochen. Sehr schön. Was ist denn hier? Ach, sehr cool. Ja, das passt ja. Dann könnten wir ja theoretisch ein bisschen mit Wurfmessern arbeiten. Aber zuerst mal müssen wir zu den anderen hier nach oben.
Weil die auf dem Boden haben wir schon alle. Nummer 1. Ich würde sagen, wir werfen mal ein bisschen... Ach, ich habe meine Wurfmesser gar nicht mehr ausgerüstet. Warum auch immer, egal, hier oben brauchen wir sie sowieso nicht. Na komm. Dankeschön. Und du noch, komm her. Ja, das gleiche Messer wie ich. Die da drüben holen wir uns jetzt mal mit einer etwas cooleren Variante hier. Nein, 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 nein. Bewegung, weg da, oder? Oder was? Ja. Na komm mal, du kurz her. Alter. So. Die können es alle nicht lassen. Wie viele gibt es denn von denen hier? Alter, spielt irgendwas stimmt nicht. Ah ja, du atmest noch. Ja, das dürfte dich jetzt nicht mehr stören. Die da drüben hole ich jetzt mir mit einer etwas lustigeren Variante. Bisschen auf Fernkampf gehen hier. Man darf sich nur nicht zu weit bewegen. Und du sollst auch nicht deinen Verbündeten treffen. Alter, jetzt haben wir ihn. Sehr schön. Einer ist runtergefallen und wir haben... Nee, zwei sind runtergefallen. Wir haben sie alle. Sehr gut. Ja, aber was bringt es uns, wenn wir jetzt nicht direkt weitermachen würden? Katharina, du willst doch bestimmt, dass wir deine Kinder wieder zurückholen, oder? Katharina! Katharina Sforza! Ich weiß, dass du da drin bist. Ich habe etwas, das du vielleicht haben möchtest. Vermisst du irgendwelche Kinder? Und Ezio Auditore? Welch schöne Überraschung! Dann seid ihr wohl die Brüder Orsi. Ludovico! Und Keiko! Zu euren Diensten! Basta! Wo sind meine Kinder? Lasst sie gehen! Natürlich, Signora. Wir werden sie gerne eintauschen. Für eine Kleinigkeit. Eine spezielle Karte. Und ein spezieller Apfel, Bruder. Sie, ein spezieller Apfel, natürlich. Oder soll ich den Kindern die Kehlen durchschneiden? Bastardi! Denkt ihr, ihr könnt mir drohen? Ich gebe euch nichts! Ihr wollt meine Kinder? Nehmt sie! Ich hab alles, um mehr zu machen! Wenn du deine Meinung änderst, sie sind im Dorf, außerhalb der Stadt. Du hast eine Stunde. Ja, die Katharina ist schon eine Knallerfrau. Katharina, nein. Ich kann euch nicht bitten, eure Kinder zu opfern. Niemand opfert ihr irgendwas. Geht und holt sie für mich, Ezio. Sie, ihr habt mein Wort. Der Apfel muss in der Zitadelle bleiben. Beschützt ihn. Das kriegen wir jetzt auch noch irgendwie hin. Der Pate. Katharinas Kinder retten. Gut. Keiko und Ludovico Orsi. Gelangweilt von ihrem Lotterleben auf dem Land, entschieden die Orsi-Brüder, etwas Würze in die Sache zu bringen. Sie gründeten einen Geldverleih, der sehr erfolgreich war, vor allem weil sie alle diejenigen töteten, die nicht zurückzahlten. Dann heuerte Katharina Sforza sie an, um ihren Mann Girolamo Riario, einen Templer, umzubringen. Was sie auch prompt erledigten. Sie ritten zu seinem Palast, walzten ins Esszimmer, stachen ihm ins Herz, plünderten das Anwesen und ließen seine nackte Leiche im Stadtzentrum zurück. Den Abstergo-Daten nach wollte Rodrigo Borgia sie nach seiner Flucht aus Venedig dafür bezahlen, den Edensplitter zurückzubringen. Und natürlich... Katharinas Kopf. Es war die Idee der Orsi-Brüder, ihre Kinder zu entführen. Ich frage dich, was ist das für eine Welt, in der die Reichen so böse sein dürfen? Leider genau die Welt, in der wir im Moment leben, mein Freund. So. Allerdings, wenn diese beiden sich so locker leicht mit Geld kaufen lassen... Warum genau wollen wir die Kinder denen dann jetzt klauen? Ich meine, ich habe 86.000 Florin. Es wäre kein Problem für mich,
die Kinder erstens zurückzukaufen und ich hätte immer noch genug Geld übrig, um die zu engagieren, Rodrigo Borgia zu töten. Als wenn der denen so viel bezahlt hat. Ja, ob die mich jetzt suchen oder nicht, ist mir echt, ehrlich gesagt, sowas von total egal. Da lege ich es jetzt nicht drauf an. Ich muss nur ganz flotti hier raus. Ich nehme jetzt gerade die Abkürzung, weil mir noch welche entgegengekommen sind. So, und runter. Das geht auch alles schnell. Dann kriegen wir sogar noch das eine Kind in diesem Part hin, oder? Na, warte, ich tauch mal ganz kurz unter, bis die aufgehört haben, noch mehr zu suchen. Nur damit ich nicht direkt den nächsten Wachen in die Hände laufe. Na komm. Was machst du denn, du Spacko? Dankeschön. Ich glaube, der Suchbereich war dann doch relativ groß. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie irgendwo da sind, wo die ganzen Wachen rumstehen, oder? Es liegt nahe. Aber vorher den Schatz mitgenommen. Das war jetzt wiederum gar nicht mal so viel. Da hatten wir schon wesentlich lohnenswertere Kisten. Ja, da ist das Kind. Mehr Männer habt ihr nicht, um mich festzuhalten? Nein, das wird nicht reichen. Meine Mutter ist wild. Wir Sforza-Frauen sind keine zarten Blumen. Wir mögen hübsch aussehen. Aber das trügt. Scheiße, ja dann. Man kann den Schuss leider nicht abbrechen. Jetzt muss ich erstmal den Typen da oben holen, damit er nicht... damit er mit seinen Pfeilen aufhört, ja. So, kommt her. Ja, deine Mutter ist eine Knallerfrau. Och nö. So, warte, ich will es jetzt mal ausprobieren, ob das immer noch nicht klappt hier. Ja, jetzt klappt es. Wurde auch echt mal Zeit. So, erstmal die Gefährlichen hier nehmen. Jetzt kommen noch mehr. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Oh Mann. So, zwei noch. Ja, lassen wir uns ein bisschen von dem Typ mit der Axt schlagen. Meine Fresse, weißt du was? Komm her. So. Fick dich. Frag doch Papa. Grazie, grazie, Messere. Aber mein Bruder, sie halten Ottaviano am Leuchtturm gefangen. So. Die Hälfte der Kinder haben wir schon mal. Und Ottaviano werden wir auch noch lebendig zurückholen. Allerdings nicht mehr in diesem Part. Ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben und Kommentare da. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder von Assassin's Creed 2, wenn wir das zweite Kind von Katharina aus den Fängen der Orsi-Brüder befreien müssen. Und ich habe so das Gefühl, dass wir die beiden auch nicht ganz lebendig davonkommen lassen. Bis dahin, macht es gut, tschüss und auf Wiedersehen.